Wussten Sie, dass Durchfallerkrankungen des Hundes nicht zwangsläufig was mit der Ernährung zu tun haben? Es kann auch ein einfach verspannter Rücken sein. Dieser klemmt einen Spinalnerv ein und der gesamte Eingeweidebereich wird durch Spinalnerven innerviert. Ein verspannter Rücken kann Durchfall auslösen oder auch eine Verstopfung. Das ist eine Domäne in der Hundephysiotherapie. In 168 Stunden, so lang läuft die Ausbildung, werden wir von der Anatomie, also wie heißen die einzelnen papillaren Knochenpunkte, wie heißen die Muskeln und wie funktionieren sie, über die Biomechanik, was macht welcher Muskel über welches Gelenk und wie funktionieren Gelenke, sprechen. Diese Ausbildung sorgt dann dafür, dass Sie in der täglichen Praxis genügend Erfahrung haben, um auf Tierarztniveau die Erkrankung erkennen und therapieren zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihren Hund zum täglichen Seminar mitbringen. So können wir an den Hunden üben und immer wieder Erfahrung sammeln. Unterstützend werde ich aus meinem eigenen Patientenstamm immer wieder Patientenbesitzer bitten, ihre Hunde mitzubringen, an denen wir zum Schluss auch an pathologischen Hunden trainieren können. Ich freue mich über jeden Tierheilpraktiker, auch noch in der Ausbildung befindlich, und auch auf jeden tiermedizinisch interessierten Menschen, der sich mit der Hundephysiotherapie selbstständig machen will. Ich habe die Ausbildung zum Hundephysiotherapeuten 2012 zum ersten Mal gemacht. Ein Jahr danach habe ich die Ausbildung noch einmal gemacht, um noch mehr kennenzulernen. Diese Ausbildung hat mich so begeistert und ich verspreche Ihnen, auch Sie werde ich begeistern.